ich bin Mirjam und ich arbeite für Nemo. Normalerweise gehen wir mit Nemo raus und zeigen Schulklassen, wie man in Berlin die Stadtnatur entdecken kann. Heute habe ich eine kleine Aktion vorbereitet, um zu zeigen, was man einfach tun kann, wenn man die Natur erleben will, ohne rauszugehen oder auch, wenn man nur einen kleinen Platz zur Verfügung hat. Eine sehr schöne Sache, die mit ganz einfachen Mitteln umzusetzen ist, ist die Beobachtung von Natur. Und wenn wir denken, Natur beobachten, ach, das ist doch langweilig, dann könnt ihr einen Trick ausprobieren. Denn wenn man Neues entdecken will, muss man manchmal eine neue Perspektive wählen. Eine Perspektive, das ist die Art, wie man guckt und von wo man schaut. Und ich habe euch einen Trick mitgebracht, mit dem ihr auf eine ganz neue Art schauen könnt und vielleicht die Dinge, von denen ihr glaubt, dass ihr sie kennt, wieder ganz neu beobachten könnt. Das Einzige, was ihr dafür braucht, ist ein kleiner Spiegel. Den habe ich euch mitgebracht. Meiner hat diese Größe hier. Es geht auch ein kleinerer oder natürlich ein größerer. Hauptsache, ihr könnt ihn gut festhalten. Wenn man jetzt den Spiegel als Trick benutzen möchte, dann gibt es eine besondere Sache, auf die ihr aufpassen müsst. Und das ist, wie halte ich den Spiegel? Denn wenn ich so in den Spiegel schaue, ha, ich sehe mich selber. Ja, sieht gut aus. Aber das ist ja nicht das, was ich sehen will. Ich will gucken, was ist um mich rum los. Und dann nehme ich den Spiegel und halte ihn nicht an mein Kinn, nicht an meinen Mund, sondern über meine Nasenspitze mit beiden Händen. Und dann kippe ich ihn ein bisschen, bis ich nur noch Himmel sehe. Am besten, wir probieren das mal zusammen aus. Denn reden kann man viel, aber erleben ist viel schöner. Wenn ich diesen Spiegel hier halte, dann muss ich ganz vorsichtig sein. Und am besten lasst ihr euch dabei helfen von Mama oder Papa. Dann könnt ihr auch mal tauschen und die gucken lassen. Und dann kann ich langsam und vorsichtig schauen, was ist denn hier los? Und wenn ich hier jetzt gucke, dann kann ich die kleinen Meisen da oben in den Bäumen hin und her hüpfen sehen. Ohne, dass ich meinen Kopf in den Nacken legen muss und ohne, dass ich mich groß anstrengen muss, irgendwas zu tun. Langsam gehen in Zeitlupe und gucken, wo es was zu entdecken gibt. Oh, eine Amsel. Und immer in den Spiegel schauen. Und wenn ihr merkt, euch wird ein bisschen schwindelig, dann macht eine Pause. Denn das passiert oft, dass man dadurch, dass alles ganz ungewohnt ist, plötzlich das Gleichgewicht verliert oder das Gefühl hat, mir ist ein bisschen flau im Magen geworden. Und das ist gar nicht schlimm. Dann bleibt ihr einfach stehen und wartet und macht eine kleine Pause und schaut, was passiert. Eine andere Sache, die ganz toll ist, ist, wenn man miteinander redet dabei. Das heißt, ich kann den anderen sagen, oh, langsamer, lass uns das hier anschauen. Hier ist es spannend, stopp nochmal zurück. Und dann könnt ihr mal in euch gehen und fühlen, wie fühlt sich das denn an, wenn ich laufe? Da passieren ganz verrückte Sachen und ihr könnt viele Dinge entdecken, die zum Beispiel oben in den Bäumen sind. Und ich glaube, ihr habt viele Ideen, was es da gibt. Die kleinen Vögel, vielleicht sogar ihre Nester oder ein Eichhörnchen, was durch die Bäume springt. Ohne, dass ihr euch irgendwie verdrehen müsst, ohne, dass ihr ein Fernglas bräuchtet oder so, könnt ihr die Natur, die um euch herum ist, da, wo ihr wohnt, ganz einfach entdecken. Und wenn ihr fertig seid mit dem Himmel, könnt ihr das Ganze natürlich noch andersrum machen, indem ihr mal zu Boden schaut. Dann legt ihr den Spiegel an die Stirn und guckt mal, was da unten passiert. Wenn ihr eine Wohnung habt, die auf die Straße rausgeht, könnt ihr das Fenster aufmachen, euch dahinstellen und dann könnt ihr auch alle unten beobachten, die da rumlaufen. Und vielleicht seht ihr einen Hund und wenn ihr Glück habt, sogar einen Fuchs, der durch die Straßen streift. Oder aber kleine Spatzen und Tauben, die unten auf der Straße Krümel picken. Ihr seht also, man braucht keine großen, teuren Kameras oder Ferngläser, sondern einfach einen kleinen Spiegel, den man meistens schon zu Hause hat. Und dann kann man ganz tolle Sachen entdecken, ohne dass man wirklich rausgehen muss oder was kaufen muss dafür.